7 serving 10. Oh! Der Nasenblutmoment der Woche wird präsentiert von GTÜ. Wir starten rein mit Gifa Amedic Nato und mit dem nächsten Beispiel für einen erfolgreichen Expertenwechsel beim Aufschlag. 7 serving 10. Immerhin schafft das wahrscheinlich die Nasenblutmomente. Ja. You're goddamn right. Wer so hoch hinaus will. Wir bleiben beim VCO und machen weiter mit Felix Baumann, der sich dachte: Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Ja, sich nicht so richtig abschütteln. Ja, eben dank der Aufschlagserie von. Ach, sehr lang. Scheiße. Am Schiedsrichterspiel vorbei. Ach du Scheiße. Auf der 3 Fabian Feiri mit einem kompletten Totalausfall. Ja, cool. Peter, ja. Langer Tag heute, Tim. Vielen Dank fürs Interview. Viel Erfolg für die Champions League. Danke euch im Chat und man sieht sich. Ja, also bis bald. Markus, ich komme nochmal zu dir nach oben. Hat er jetzt wirklich Markus gesagt? Was ist mit dem los, ey? Auf der 4 Stefan Hübner mit einer absolut legendären Auszeit. Hi, against these half-hits, short half-hits. Okay, you look like a car. What does that mean? You look me like, you look at me like a car. Did you understand what I said? No. Car? Did you understand what I said here? Oh, yeah. You had a big question mark on your face. That's looking like a car. Also all I understood was Train Station, aber wir machen weiter mit einer schönen Kombi vom VfB, Dejan Vincic in Richtung Tim Peter. Völlige Fluganlage. I'm so fucking scared right now. Weiter geht's mit Severin Brandt, der junge Zuspieler aus Herrsching mit den wunderschönen E-Boy-Curls, sorgt regelmäßig dafür, dass sich die Mädels den Nacken verrenken, aber auch hier hat Maciej Boris mal so richtig schön in die falsche Richtung geguckt. Punkte gab's noch nicht für den VCO, aber reichlich Nasenblutenbeteiligung. Hier mit Maximilian Nissen und dem nächsten absoluten Totalausfall. Oh, und das ist ein Nasenblutmoment. 3 Backpfeifen. Why are you running? Patsch, patsch, patsch. Und abschließend zum Thema Totalausfall. Wir haben wirklich schon viel gesehen im Bouncehaus. Minus-Cuts auf die eigene Seite, auf 1-2 Meter. Liebe Grüße gehen an der Stelle an einen gewissen Diagonalen aus Haching raus. Aber die geschlagene Variante von Albert Hurt, die ist neu. Nasenbluten. Jo, näitkö kuinka uskomattoman kovaa hän kakkasi sisään. Also das war wirklich eine heftige Episode. Wenn ihr noch mehr sehen wollt vom Nasenblutmoment der Woche, dann könnt ihr euch hier noch 2 weitere Videos anschauen und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.